Jo, da wäre er wieder. Womit fangen wir denn mal an? Also theoretisch könnte ich die jetzt schon alle umstellen, oder? Boah, da sind noch 0,5 dabei. Und einer und... Okay, wir können nichts umstellen. Ich hätte gerne mehr Replikatoren. So, dafür brauche ich wieder mehr Eisen. Ich habe nicht genug Eisenplatten dabei. Das sollte ich ja recht schnell beheben können hier. Mir mal. Oh, die Roboter sind ganz schön fleißig hier. Picken das alles ziemlich schnell raus. Superkonduktor fehlt. Ja, okay. Das Biotun nehme ich ja mit. Dann wollte ich auch noch neues Beat-Modul holen, aber da war ein Haken. Ja, die werden nicht so schnell hergestellt. Aber 13 Stück sind da inzwischen wieder. Die sind ja jetzt nichts. 14 Stück sind da schon. Oh, und Strom kurz testen. Da. Nee. Ist ganz schön runtergegangen, ne? Aber es ist ja auch Nacht, das ist okay. Solange tagsüber die Akkus alle immer komplett aufgefüllt werden, ist alles gut. Achso, und... Okay, Akkus sind nicht voll, aber die... Solar-Panels, die werden richtig schnell gebaut. Gut, also hier oben. Ihr habt alles mit 0 bekommen, richtig? Jeweils 3. Angriff oben links. Das ist ungewöhnlich. Und warum wird der Strommaster... Das ist jetzt oben rechts. Koordinierte Angriffe von rechts und links. Das soll trotzdem alles so viel sein. So, hä? Was ist hier los? Warum sind hier überall grüne Platten und wir haben angeblich nicht genug grüne Platten? Achso, weil die Roboter nur von rechts nehmen. Ah, das Problem schon wieder. Okay, dann mach mal... Das wird jetzt gefährlich. Ich muss im Hinterkopf behalten, was ich jetzt gerade tue. Wir sorgen nämlich dafür, dass alle Platten immer gleich rausgelegt werden und wir keinen Puffer mehr haben. Das wird problematisch werden. Zum einen wird es dafür sorgen, dass die Roboter noch mehr zu tun haben. Und die sind jetzt schon an ihrer Grenze, wenn ich das richtig sehe. Aber das gleicht sich hoffentlich mit der Zeit aus. Und zum anderen könnte es dazu führen, dass wir viel zu viel davon im System haben. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht wirklich, dass das ein Problem werden sollte. Dann bauen wir einfach mehr Fabriken, die Magnete herstellen. Richtig? Guck mal kurz darunter. Ja, die warten jetzt auf grüne Platten. Die Platten, die ich mal eben hier hinbringe. Grün, grün, grün. Da. Das heißt, es hängt jetzt echt nur in Robotern. Das hätte ich nicht gedacht. Dann baue ich doch mal einfach ein paar. So. Und die CPUs. Ja, warte. Ich hätte gerne Integrated... Die da, die haben wir automatisiert. Irgendwann mal irgendwie. Und die hier, die muss ich herstellen. Gilded Copper Wire haben wir noch nicht. Kann ich die selber irgendwie? Ja, hier, bauen wir Gilded Copper Wire. Bereite sie schon mal vor. Und jetzt baue ich irgendwo beim Schwefel. Das war auch hier irgendwo. Mal eine Fabrik dafür. Also jetzt so halbautomatisch mit daneben stehen und so. Aber das sollte passen. Den Recycler nehme ich mal hier weg. Setze er hier eine Fabrik hin. Nein, es war ein zu weit oben. Ich sollte es einfach mit den Blueprints machen. Das so. So, und dann stelle ich das gleich um. Ist noch alles im Muster, ne? Kiste, Kiste, frei, Kiste, Kiste, jo, alles gut. Und du forderst nichts an. Nichts aus. Weg. So. Du stellst jetzt bitte her. CPUs. Das ist unpraktisch. Sogar sehr unpraktisch. Mach das anders. Wir brauchen den Platz dafür. Dinge. Das heißt, die Roboter haben jetzt noch mehr zu tun. Du da.
Wir haben keinen Kobaltit. Oh. Ja, das kommt auch noch irgendwie. Wollen wir ja replizieren, ne? So, du kriegst da bitte schon mal das Pulver. Was übrigens eine andere blaue Farbe hat, als das, was ich im System gesehen hatte. Wenn ihr im System mal guckt, in der 6. Reihe von oben. Da sind 2500 blaue Dinger. Aber das sind, glaube ich, Edelsteine und nicht die Kobaltsachen, für die ich das zuerst gehalten hatte. So, genau. Da, bitte runter. Dann bräuchten wir noch eins, das wieder hochführt. Und ein paar normale. So. Du bekommst Golddraht. Was ist das? Was ist Silikonnitrat? Trullala. Nitrat kenne ich noch aus dem Chemieunterricht. Nitrit wird ein Nitrat sein. Ja. Also wieder eine Sandgeschichte, theoretisch. Lithiumchloride? Nein. Lass mich raten, das haben wir noch nicht erforscht. Ja. Das müsste ich hier irgendwo bei sein, weil es ist wieder so eine Bockgeschichte. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo dieses Nitratzeug finden. Nitinol. Nein. Waterborne. Nein. Air Compression. Da ist Nitrogen. Da ist Silikonnitrit. Braucht zuerst Nitrogen Processing. Das heißt, wir müssen erstmal. Das ist Stickstoff, oder? Nitrogen? Das müssten wir dann gewinnen aus komprimierter Luft. Das wird kompliziert. Also. Das heißt, wir können das hier noch nicht machen, aber ich kann schon mal ein bisschen vorbereiten. Du forderst bitte die da schon mal an. Und Golddraht, auch wenn es noch nicht im System ist. Und Silikon, was auch immer. Das da. Und das da. Das weg. Genau. Das heißt, theoretisch fordert er jetzt schon alles an. Er kann es nur nicht herstellen. Das beschränken wir bitte mal auf 2. Und die Forschung geht hier echt flott. Das ist super. Okay. Währenddessen sollte ich schon mal die Roboter freilassen, die ich gerade gebaut habe. So. Flying Frames habe ich noch 40 Stück. Dann bau doch gleich nochmal mehr davon. Auch wenn ich mir sehr bewusst bin, dass ich alle davon später wieder einfangen muss. Aber da haben wir inzwischen recht gute Taktiken entwickelt. Forschung tickt durch. Tick. Tick. Okay. Und dann Keramik. Braucht Powdered Silicon und Nitrogen. Nitrogen wird in flüssiger Form da sein, richtig? Ich gucke. Du. Wahrscheinlich eher in einem Dingensbummens. Wie heißen die Dinger? Da, Chemical Plant. Bau ein Chemical Plant. Oder einem Electrolyzer. Electrolyzer ist fast schon wahrscheinlicher. Forder bitte an. Electrolyzer. Davon könnte ich jetzt auch schon die MK2-Variante bauen. Muss ich mal schauen, wann sich das rentiert. Das sieht irgendwie recht wirr aus, wie die Roboter hin und her fliegen. Nicht so koordiniert wie früher. Ah. Electrolyzer? Irgendjemand vielleicht? Da. Okay, bau den einfach mal dahin und guck. Du. Lithium? Nein. Da! Oh. Oh, doch eine Chemical Plant. Okay, dann bau. Wo bist du? Da bist du. Können sogar schon Chemical Plant etwa 2. Ah. Das ging schnell.
Du hast keinen modularen Platz für irgendwelche Upgrades, also will ich dich gar nicht erforschen. Nö, die lasse ich mal schön da, wo du bist. Nitroglycerin. Ja. Ich will das gar nicht, glaube ich. Aber es kostet nicht viel. Erforsche es mal, falls wir später für irgendwelche noch größeren, besseren Wasserromanships brauchen. So, Chemical Plant. Passt nicht so ganz hier in das Muster. Optisch. Ich guck mal. Da braucht Compressed Air. Brauche ich einen anderen Platz für. Gehen wir hier runter zu den ganzen anderen Öl und ähnlichen Sachen. Und bapp das mal. Ja, hier sind auch welche davon. Aber das sind ganz andere Elemente. Okay, bapp's einfach da, wo Platz ist. Du machst jetzt da bitte mal. Wie kriegen wir dich? Made in komischen Luftpumpen. Okay, wo sind komische Luftpumpen? Da sind komische Luftpumpen. Gib mir eine komische Luftpumpe. Komische Luftpumpe? Da. So, du machst bitte komische Luft. Mit dem Rohr. Petroleum-Jelly. Kostet nicht viel, mach mal. So, du spaltest jetzt Nitrogen auf. Luft spaltest du auf in... Was? In Nitrogen und Nitrogen? Ich bin mir relativ sicher, dass Luft aus mehr besteht als nur Stickstoff. okay, das muss jetzt weg. Also das eine davon muss weg. Wo ist das Wegrohr? Ich hätte gerne ein Wegrohr. Kann gut sein, dass wir es wieder für was anderes brauchen, aber momentan brauchen wir es einfach nicht. Das heißt, das ist jetzt weg. Und du kommst jetzt in die nächste Fabrik. Und da... Wir haben keine normalen Rohre. So. Und da... Wie heißt das Zeug, was wir brauchten? Da. Was? Siliconnitrit wird nicht in einem Chemical Plant gemacht, sondern in einem Chemical Mixing. Schieß mich tot. Geh weg. Das da. Electric Chemical Furnace. Das sollte dann erstmal in sich geschlossen sein, richtig? Also ja, ich muss eine rote, blaue Kiste hier hinbappen. Da mal sagen wir so. Dann sollte das passen. Du stellst bitte her. Na, ja. Siliconnitrit. Oh, das ist unpassend. Okay, dann bitte ein Rohr noch dazwischen. Dann da eine blaue Kiste. Und du forderst an Powdered Silikon. Haben wir irgendwo Powdered Silikon? Ich denke nicht. Wie sieht das überhaupt aus? Silikonkarbid, Salz, Powdered Tungsten, Powdered Silikon. Macht man das in der Fabrik? Gun-Cotton. Ja, macht man. Ah, okay, dann kannst du da weg. Dann machen wir das folgendermaßen. Da und da und ein Ärmchen dazwischen. Du forderst Zäpfchen an. Zäpfchen. Zäpfchen an. Nicht so viele. So, dich beschränken wir mal auf 2 Stacks. Dann kommt das da rein. Und da haben wir es denn fürs System quasi. Wir stellen es jetzt einmal direkt her, um das da zu machen. Und das ist aber langsam. So. Speedmodule. Speedmodule. Jo.
Das wird einmal hier hergestellt, direkt für die Silikon-Nitrit-Geschichte und einmal in die Rutekiste fürs System, falls wir es irgendwo anders auch nochmal brauchen. Okay, das heißt, jetzt haben wir alles für das, was ich vorher bauen wollte. Das waren die Dinger hier. Und das sind auch schon die ersten. Sehr gut. Gib mir jetzt bitte Roboter, die ich komischerweise nicht bauen kann. Weil ich sie noch nicht erforscht habe, kann das sein? T. Oh, sind die besseren Roboter die teureren?